Hallo, willkommen zu dem heutigen Video. Alisa ist heute auch wieder mit dabei. Hallo. Und in dem heutigen Video geht es darum, dass wir euch ein paar Dinge erzählen, die ihr hier in Thailand auf gar keinen Fall machen dürft, weil man dann auf jeden Fall ganz schnell in Schwierigkeiten kommt. Und dazu ist Alisa jetzt heute mit hier. Sie ist Thailänderin und sie weiß das natürlich am besten, was hier erlaubt ist, nicht erlaubt ist, was man tun kann oder was man nicht tun sollte. Viel Spaß bei dem Video. Das ist das Erste, was man hier nicht machen darf, und das heißt den König beleidigen. Leute, das ist also eine ganz, ganz schwerwiegende Sache hier in Thailand. Und zwar steht da drauf teilweise sogar die Todesstrafe, wenn man den König hier beleidigt oder vielleicht sogar angreift. Da verstehen die Thailänder hier also überhaupt keinen Spaß. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die sich jeder auf jeden Fall merken muss, weil das ist eins der schwerwiegendsten Probleme, die ihr hier in Thailand haben könnt oder machen könnt. Also das darf man auf gar keinen Fall machen. Never do. Ja, yep, yam ngon. Das heißt, dass man hier nicht auf Geldscheine treten darf oder auf Münzen. Also es kann natürlich mal passieren, dass ein bisschen Geld runterfällt auf den Boden, wenn man jetzt zum Beispiel sein Portemonnaie rausnimmt, um etwas zu bezahlen. So, und wenn dann zum Beispiel ein Geldschein rausfällt und es kommt ein bisschen Wind und der Wind weht euren Geldschein etwas weg, dann kommt auf gar keinen Fall auf die Idee, auf diesen Geldschein draufzutreten oder eine Münze, die wegrollt, auf diese Münze zu treten. Und zwar deshalb, weil das Gesicht des Königs auf diesen Schein ist. Und wenn ihr auf so einen Geldschein tretet, dann ist das gleichbedeutend damit, dass ihr im Prinzip auf das Gesicht des Königs tretet. Und das ist auch eine ganz, ganz große Gefahr und ein ganz großer Fehler, den man hier machen darf oder machen kann. Also das darf man auf gar keinen Fall machen. Heißt, auf keinen Fall Drogen kaufen oder verkaufen in Thailand. Das ist auch eine von den Sachen, die in Thailand sehr verboten sind und die auch wirklich mit ganz hohen Strafen belegt werden, wenn ihr bei sowas erwischt werdet. Also ich rede jetzt nicht von diesem freiverkäuflichen Marihuana, was man rauchen kann, sondern eben von wirklichen Drogen, die hier verboten sind. Ne? Weiß ich nicht, diese ganzen Amphetamine, was es da alles sowas gibt. Also das steht hier auch ganz hoch im Kurs mit sehr, sehr hohen Strafen. Also das auf gar keinen Fall machen. Bedeutet, die Religion hier respektieren und ernst nehmen. Also bei einem Tempelbesuch zum Beispiel, dass man sich da angemessen kleidet, dass man die Schultern bedeckt hat, eine lange Hose anhat oder ein langes Kleid, die Frauen. Und auf jeden Fall darf man hier nicht die Mönche oder die Buddha-Statue berühren. Also wer das macht, kann auch ganz schnell große Probleme hier bekommen. Also da besser die Finger von lassen. Heißt, Glücksspiel ist verboten in Thailand. Also jegliche Art von Glücksspiel oder auch Wetten ist hier in Thailand verboten und steht auch unter Strafe. Das heißt, sogar Wetten unter Freunden oder Verwandten, selbst das ist schon verboten. Oder um Karten zu spielen, um Geld ist verboten. Das einzige Glücksspiel, was hier in Thailand erlaubt ist, ist eben Lotto spielen, also die staatliche Lotterie. Heißt, dass man sich angemessen kleiden soll, je nach dem Ort, wo man eben gerade hin möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel am Strand ist und eben nur eine Badehose, Bikini anhat, dann ist das natürlich absolut in Ordnung. Aber man sollte natürlich mit einer Badehose oder einem Bikini jetzt nicht in einen Tempel gehen oder eben in eine Behörde von der Stadt oder von dem Staat Thailand. Das wird natürlich überhaupt nicht gern gesehen und es kann da gut passieren, dass ihr da auch nicht ernst genommen werdet oder die schmeißen euch raus oder beim Tempel zum Beispiel, dass die euch gar nicht erst reinlassen. Das kann natürlich auch passieren. Also immer angemessene Kleidung des Ortes, wo man eben gerade hingehen möchte.
Heißt, auf keinen Fall ein Fahrzeug bewegen, wenn man Alkohol getrunken hat. Das ist ganz gleich, ob es jetzt ein Auto ist oder, was hier eben auch viel verbreitet ist, so ein Moped oder Motorrad oder Scooter, wie man das eben auch alles nennen mag. Also wenn ihr Alkohol getrunken habt und mit diesem Fahrzeug fahrt und ihr bei einer Verkehrskontrolle dabei erwischt werdet, kann es gut sein, dass ihr als Ausländer ins Gefängnis kommt dafür. Bei einem Unfall, wenn ihr noch einen Unfall habt unter Alkohol oder vielleicht dann auch noch Leute verletzt werden, also dann wird es richtig hart hier und da kennen die auch kein Pardon. Also da wandert ihr sofort ins Gefängnis. Also das ist eine Sache, die würde ich mir auch dreimal überlegen, bevor ich das mache. Heißt, stehlen ist nicht erlaubt. Also, wenn ihr irgendwas stiehlt oder wenn man auf Deutsch sagt, etwas klaut, dann kann das ja auch ganz schnell zu einem großen Problem werden. Hier stehen dann hohe Geldstrafen drauf oder eben auch Gefängnis. Das kommt ganz darauf an, ja, wie hoch auch der Wert der Ware ist. Also, wenn es jetzt etwas Teureres ist, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr vielleicht ins Gefängnis kommt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr erwischt werdet und die Polizei gerufen wird, wird eine saftige Geldstrafe fällig. Also auch das bitte nicht machen. Ja, kam, Pujai. Heißt, über eine Person drübersteigen. Ja, mit den Beispielen ist natürlich ein leichtes Problem jetzt. Normalerweise steigt man nicht über irgendeine Person drüber. Es sei denn, wenn diese Person vielleicht auf dem Boden sitzt und man steigt mit dem einen Bein über das andere Bein von demjenigen, der auf dem Boden sitzt. Also drüber steigen. Das hier wird als eine große Beleidigung hier in Thailand angesehen und kann natürlich auch zu großen Problemen führen. Also in welcher Situation auch immer, niemals über eine Person drüber steigen. Heißt, nicht andere Leute anstarren oder auch mit dem Zeigefinger auf andere Leute zeigen. Ja, das ist auch hier ein Problem. Und wer das macht, andere Leute wirklich längere Zeit anzustarren oder auch mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, da seid ihr unter Umständen ganz schnell in eine Schlägerei verwickelt. Also das finden die Leute hier also völlig schrecklich. Und haben dafür kein Verständnis und haben darauf auch keine Lust. Also nicht anstarren und nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen. So, damit wären wir schon wieder am Ende mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Schreibt auch mal eure Erfahrungen in die Kommentare mit rein, wenn ihr da welche habt. Und wir sagen bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal.